und willkommen zurück auf meinem Kanal. Grounded unser Spiel und was wollen wir heute tun? Natürlich lustiges Jailsterben. Ja, warum lustiges Jailsterben? Ganz einfach. Wir werden mal einen Moment in das andere Menü gehen. Jawohl. Ja, ich habe also grundsätzlich erstmal ein Zelt aufgestellt und ich hoffe, mir passiert jetzt hier nichts. Das wäre schön. So, und zwar, Moment, wo finde ich das? Ach ja, nein. Ja, offenes Zelt. So, das offene Zelt, das habe ich mir hier aufgebaut, den Spawnpunkt hier gesetzt. Und ja, wenn ich sterben sollte, dann bin ich sofort wieder da. Das ist viel besser. Nicht so wie beim letzten Mal, das hat ja ewig gedauert. Und naja, okay. Gut, so viel erstmal dazu. Ansonsten, was habe ich vor? Wenn ich die Spinne denn schaffen sollte, ich hoffe es ja. Also 15 Minuten, 20 Minuten, vielleicht sogar eine 30 Minuten Folge mit Lustig sterben mit Jay wollt ihr bestimmt auch nicht sehen. Also ich habe noch mehr vor. Dann diesen Bogelchip hier, den würde ich auch gerne haben. Und wenn ich den nicht kriege, weil dort die Kriegerameisen sind, dann möchte ich diesen hier unten haben. Beim letzten Mal bin ich daran gescheitert, weil ich bin hier in die Gaswolke reingelaufen. Ich nehme an, bin mir ziemlich sicher, da ich hier hinten ja irgendwo gewesen bin, dass es so ist, dass dieses leicht gelbliche nicht gefährlich ist und dementsprechend also irgendwie, also entweder komme ich hier direkt durch oder ich muss hier drum rumlaufen und dass ich hier möglicherweise reinkomme. Das wäre super, wenn ich das in der Zeit schaffe. Und ja, dann ansonsten erstmal noch vielen Dank an den Marcel für die Kommentare. Beim letzten Mal hatte ich gesagt, ein bisschen viel. Ich hoffe, ich kann mir alles merken. Das sollte nicht bedeuten, schreibt doch bitte weniger. Nein, im Gegenteil, die Herausforderung ist, dass ich mir alles merke und nichts vergesse. Das heißt, im richtigen Moment auch tatsächlich daran denke. Also ruhig weiter kommentieren, das ist echt super, total toll. Und ja, es liegt eben halt an mir, ob ich mir das alles merke. Ansonsten in deinem Kommentar hast du geschrieben, ich habe ein Zweihandspeer. Also benutzen tue ich nur eine Hand beim Speer. Und ja, denn theoretisch müsste die Schildhand ja dadurch frei haben. Also eigentlich müsste es gehen. Allerdings habe ich nicht die Materialien dazu. Das ist leider ein Problem. Moment, dort. So, nein, da war er nicht. Da unten ist er. Rüsselkäferschild. Ja, mir fehlt einfach zu viel. Das würde ich sagen, das lasse ich einfach mal bleiben. Und dementsprechend, ja, also dieses Mal auf jeden Fall noch nicht. So. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Ja, super hilfreich, die Kommentare von Marcel. Also echt, ohne die Kommentare hätte ich bestimmt einiges nicht geschafft. Und jetzt legen wir einfach mal los. Wir wollen ja auch mal. Ich muss bald wieder trinken. Wir wollen ja auch zusehen, dass wir das Ganze hier schaffen. Oder trinke ich erst? Nö. Ich hole mir jetzt die Spinne. So, lauf, lauf, lauf. Ah, nicht geblitzt. Nein. Ja, schon besser. Meine Ausdauer muss erst wiederkommen. Vorher läuft hier gar nichts. Und schon. Krieg dich. Na, wenn ich dabei auch noch gehe, dann dauert es länger. Okay. Gut. Aber ich bin zuversichtlich. Denn ich habe beim Bearbeiten des letzten Videos gesehen, das Problem ist Ausdauer. Hauptsächlich. Und natürlich, dass ich draufgehe. Na komm. Und lauf doch nicht immer im Kreis. Die haut ewig ab. So. Kurz Ausdauer. Ein bisschen aufbauen. Ah, jetzt laufe ich im Kreis. Haha. Komm, da springst du nicht durch. Ah, was? Das machst du nicht. Die will sofort angreifen. Ah, mal gucken. So. Ran da. Lauf da nicht immer weg. Okay. Nächster Versuch. So. Ja, das Ausdauerproblem, was ich da habe, muss ich lösen. So, Rucksack her. Ja, dafür haben wir nicht mehr so viel Durst. Das ist doch auch schön.
So, da ist er. Durchs einfache Gehen verliere ich Ausdauer, ist das richtig? Nee. Aber da hinten möchte ich dich eigentlich gar nicht haben. Komm. Ja, schon besser. Nein. Lieber hier hinten irgendwo. Und nein. Ja, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Ah, nein. Okay. Ha. Und das wird besser hier. Das wird, das wird, das wird. So, ja. Netz, alles klar. Und lass sie wieder ankommen. Ja. Jetzt, komm. Oh Gott, ich bin mal im Kreis. Oh, okay, gut. Nein, jetzt hat's mich. Ich hab sie! Ja, juhu! Habt ihr das gesehen? Ist das ein Kampf gewesen? Astrein. Prima. Puh, ich bin so stolz auf mich. Ich hoffe, ihr auch. Okay. Okay. Super. Kann ich hier noch irgendwas einsammeln? Nee. Schade. Weg. Aufgelöst. Schade. Sehr, sehr schade. So, Pflanzenfaser auch noch. Boah. Wahnsinn. Aber es ist machbar. Aber es ist machbar. So, schnell noch. Pflanzenfaser. Denn meine Rüstung sollte ich reparieren. Das mache ich am besten jetzt gleich. Und dann brauche ich grobes Seil. Uiuiuiui. Also wirklich, ich bin ganz schön, ja, glücklich. Gut, okay. Ja, jetzt werden wir erstmal was trinken. Zurück, ein bisschen analysieren. Mal gucken, was ich Schönes jetzt bauen kann. Ja, ansonsten hatte ich mir überlegt, das wird dieses Mal die allerletzte Folge. Nein, nicht von Grounded. Sondern die allerletzte Folge, die ich in 15 bis 20 Minuten machen möchte. Das heißt, die... Nehmen wir doch auch mit. Das heißt, ich möchte länger... ich könnte mich doch eigentlich auch ducken. Naja, gut. Okay. So, erstmal zum Analysieren. Hopp, rüber da. Na, komm. So. Ups. Okay. Also irgendwo muss hier wieder so ein pure Wissenschaftspunkt sein. Denn ich komme der Sache ja näher. Aber wo? Denn immerhin bin ich relativ nah dran. Also beim Nachbearbeiten habe ich auch das gesehen. Und wir haben gar nichts zum Analysieren. Doch, na klar. Gar nicht gesehen. Nein. So, komm. Wieder 20 oder gibt es diesmal mehr? Nö, 20. Okay, was haben wir? Spinnenhaube, Spinnenknieschoner, Rattennetzspinne, Wanddeko. Nö. Eigentlich eine tolle Trophäe. Also nach der Nummer. Aber nein. So. Was haben wir jetzt? Ein Basketballkorb. Na, wie nützlich ist das denn? Ja, okay, im Mehrspielermodus kann man das natürlich machen, ist klar. Wenn ich im Mehrspielermodus wäre und mindestens eine weitere Person da, dann macht das wahrscheinlich Sinn. Aber ich möchte ja nicht meine Zeit vertrödeln und eure schon mal gar nicht. Und dementsprechend interessiert mich das jetzt aber auch. Das heißt, Moment. Ist irgendwo? Ja. Ich würde theoretisch näher kommen. Aha, aha. Und nein, das ist aber nicht unser Plan, also nicht meiner. Und dementsprechend, jetzt werden wir lustig weitersterben. Juhu. Dafür muss ich mal gucken, wo bin ich denn auf der Karte? Und noch viel besser, interessiert mich natürlich erstmal, kann ich mir einen Wegpunkt aufstellen? Ja, Wegmarkierung kann ich aufstellen. Dann... Moment, wo war es doch gleich?
Ah, ich muss es irgendwie suchen. Ah ja, offenes Zelt. Ich kann es bauen. Gut. Damit das mit dem lustig weitersterben funktioniert. Unbedingt. Würde ich sagen, das offene Zelt baue ich mir da in der Nähe von den Ameisenhügel auf. Loch, wie auch immer. Moment, erstmal gucken auf der Karte, wo bin ich? Ich laufe natürlich falsch. Muss genau die entgegengesetzte Richtung einschlagen und nicht. Was ist da? Ach, Ameise, nein. Dich will ich nicht. Nein. Nö. Nö. Aber die Rüstung sollte ich auch noch reparieren, oder? Obwohl, ich glaube, die ist momentan noch ganz in Ordnung. Das lassen wir mal. So. Ups. Na, mal gucken. Es könnte sogar sein, dass diese Folge hier auch schon eine wird, die etwas länger ist. Denn es ist ja kaum machbar, was Vernünftiges zu. Ja, Vernünftiges zu erreichen, sage ich einfach mal. Und dementsprechend habe ich mich dazu entschlossen, auch längere Folgen zu machen. Denn ihr sollt euren Spaß ja auch kriegen. So, rüber da. Ich gucke vielleicht erstmal auf der Karte. Ja. Also ganz falsch bin ich ja schon mal nicht. Das ist gut. Ups, nein, jetzt hänge ich da auch noch drin fest. Ach komm, los. Jupp. Ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, bitte. So, nochmal auf der. Aha, hier ist schon wieder irgendwo ein purer Wissenschaftspunkt. Also so ein Drops, Blups, was auch immer. Aber ich laufe in die falsche Richtung. Da will ich nicht hin. Die Richtung ist schon nicht schlecht. Da. Ja. Gut. So. Au. Das war ein bisschen viel. Ah. Auch nicht schlecht. Da hätten wir hier auch analysieren können. Ah. Ja, schade. Gut. Ist jetzt halt nicht so. Komme ich hier auch rüber? Na, das sieht gut aus. Nicht noch eine. Also eine reicht mir. Und einmal sterben reicht mir eigentlich auch, aber naja, was tut man nicht alles? Und was haben wir hier? Jetzt habe ich nicht drauf geachtet, ob ich wenigstens in der Nähe gewesen bin von diesem puren Wissenschaftspunkt. Was wollte ich? Karte. Ja. Und weiter geht's. Lauf, lauf, lauf. Lauf, Jay, lauf. Ja. Nochmal die Karte auf. Ja, fast gut, fast gut. Die Richtung ist doch eigentlich besser. Ja. So. So. Komm schon. Okay. Sieht mir aber irgendwie doch nach einer Höhle aus. Ist er das? Nö, noch nicht. Oder? Uah. Nee, Moment, das war nicht mein Plan. Nein, 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 nein. Nicht, nicht, nicht. Jetzt noch nicht. Lauf. Jetzt noch nicht. Mir fällt gerade ein. Ich weiß gar nicht, wie ich da reinkomme. Ah. War das vielleicht doch eben der Hügel? Lauf. Lauf, spring, mach irgendwas. Das sind ganz schön viele. Oh. Ja. Sollte ich vielleicht doch was anderes machen? Ich weiß nicht. Nö. Die Nummer ziehen wir jetzt durch. Muss hier nur irgendwie sowas wie einen Eingang finden. Ja. Wie immer, Mut wird belohnt. Nicht mehr sicher. So, jetzt habe ich den Hügel gefunden gehabt. Das ist schön. Vermutlich der Eingang. Aber jetzt finde ich ihn nicht. Folgen wir doch mal den Ameisen. Vielleicht wissen die, wo es lang geht. Haha. Ah, da hinten ist der Hügel wieder. Okay. Okay. Wäre es dann nicht vielleicht besser, ich hole die Ameisenrüstung? Sicherlich ist das besser. Okay, ich ziehe mir erstmal eine Ameise raus.
Ich hoffe, das klappt mit nur einer. Ich meine, immerhin. Da haben wir einen. Komm. Die springen auch. Ah, nein. Was? Auch noch die dritte. Ach, kommt, Leute. Nö. Moment. Erstmal ein Stück flüchten hier. Das müssen wir erst regenerieren. Und unser Zelt haben wir auch noch nicht aufgestellt. Okay, die hauen wieder ab. Das ist gut. Ich mich doch. Okay. Was? Ach, ein Marienkäfer. Ah. Die zerlegen sogar Marienkäfer. Wie cool. Nein, nein, cool ist das eigentlich nicht. No, nimm doch. Warum nimmt das nicht? Hallo? Ah, sehr schön. Nehme ich. Nimm. Warum nimmst du das nicht? Hallo? Ach so, ja, Inventar voll, ich sehe es. Ja, okay. Schade eigentlich, kann ich da vielleicht was machen? Einfach mal zum Überbrücken hier. Ja. Ha. Okay. Cool. Dann habe ich jetzt auch einen Marienkäfer. Also, ich warte, bis die Ameisen Marienkäfer zerlegen. Dann. Und jetzt, Moment, Inventar voll. Habe ich jetzt überhaupt was aufgenommen? Das sieht mir irgendwie nicht danach aus. Pflanzenfaser habe ich die ganze Zeit gar nicht aufgenommen. Doch. Doch. Aber das lassen wir mal fallen. Achso, naja gut, Stapel fallen lassen hätte ich auch machen können. Und spawnt das vielleicht nach? Nee. Nee, eher nicht. Wo ist jetzt der Hügel hin? Wo ist der Hügel hin? Gibt's doch nicht. Sehe ich den Hügel schon wieder nicht mehr? Der war doch hier irgendwo in der Nähe. Ich meine, den haben wir ja jetzt schon zweimal gesehen. Was allerdings auch bedeutet. Da vorne. Ja. Gut. Schnell ins Inventar. Eine Wegmarkierung herstellen. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wegmarkierung da. Und einfach mal aufbauen. Was? So. Okay. Nein, ah, ich klappe immer drauf. Und hier haben wir Ameisen. Nehmen wir mal was Rotes. Jo. Okay. Da sind wir ja schon mal in der Nähe. Und ein Zelt bauen wir auch gleich noch auf. Also ein offenes Zelt. Und wo hat man das doch gleich? Ach, da ist es doch. So, daran muss ich mich nämlich auch noch ein bisschen gewöhnen. Wo etwas ist. Und die Ameise hängt da nur rum. Ach so, Moment, halt. Spawnpunkt setzen. Genau. Die Ameise hängt da eine Runde ab. Die hole ich mir. Nein. Aha. Ah, bin fast tot. Oh, das ist nicht fair. Okay. Okay. Also ich brauche kleine Ameisen, damit das funktioniert. Das wird irgendwie nicht so gut, glaube ich. Ja, drüben. So. Okay, ich habe mein Gepäck dabei. Alles gut, hervorragend. Der neue Plan ist halt, den anderen Chip zu kriegen. Gut. Das lassen wir also da. Jetzt muss ich aber langsam anfangen zu reparieren hier. Und Moment, da. Oh. Ein Teil meiner Rüstung ist eh schon völlig zerstört. Ja. Kann man den trotzdem reparieren?
Ja, wenn ich grobes Seil hätte, dann machen wir mal grobes Seil. Kann ich herstellen, dreimal sogar. Gut. Machen wir das auch. Rüstung. Nein, nicht Rüstung, Inventar. So. Jetzt reparieren. Ja. Gut, dann können wir die auch wieder anlegen. Können wir die nicht wieder anlegen? Ach so, Doppelklick. Okay. Okay, was brauchen wir für den Speer? Reparieren. Jo, haben wir sogar. Gut, was haben wir hier noch? Was müssen wir da machen? Haben wir dabei, aber. Aber. Da fehlt uns wieder grobes Seil. Okay. Ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Nehmt doch noch ein Abo mit. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Kommentiert, wie es der Marcel tut und bewertet. Ich freue mich darüber. Und werde euch natürlich auch flink antworten, so schnell es geht. Also, bis demnächst. Ciao.